Darkblade! Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauer, zu einer weiteren Episode der legendären und sehr schweren Malus düster klingen Kampagne. Ist die Episode Nummer 2 und es freut mich, dass ihr bei der letzten Episode sehr fleißig kommentiert habt. Wir sind in unserem nächsten Zug auf alle eure Kommentare werde ich natürlich wie üblich eingehen. Wir erobern zuerst mal den Turm der Sterne und können sogar mit der Arche, ja dank des neuen Updates, können Archenkommandanten tatsächlich Orte angreifen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob Manus Düsterklinge unterstützen kann. Mal sehen, ob wir das sehen können. Ich sehe auf jeden Fall keine Verstärkungsanzeige, aber wir können einfach mal so angreifen. Ne, okay. Das sieht so aus, als funktionieren Verstärkungen nicht. Aber ist mir eigentlich egal. Sollte auch so prinzipiell völlig problemlos funktionieren. Die überrennen wir mal und dann stecken wir halt ein bisschen von unserer Armee rein. Ich hoffe, das funktioniert. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich nur angreifen kann oder alles erobern. Couch Hero sagt, ich brauche einen Heiler. Kannst du sie einfach alle seine Fähigkeiten ohne Bedenken nutzen? Bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, Dunkelelfen haben gar keine Möglichkeit, Heiler zu bekommen. Dazu bräuchten sie ja Lichtmagie. Aber wir haben ja, glaube ich, einen Heiltrunk eingesammelt. Deswegen alles gut. Alles gut. Ich mache mir keine zu großen Gedanken. Ja, in der letzten Runde haben sich die Korsaren der Schwarzen Arche als leider ein wenig schlecht übrigens herausgestellt. Übrigens, mein neuer Computer ist bald da. Was heißt hier bald da? Er ist schon da. Er steht schon neben mir in Einzelteilen auf dem Schreibtisch. Ich muss nur noch zusammenbauen. Nur noch in Anführungszeichen. Er wird sicherlich noch ein Stückchen dauern. Aber freue mich drauf. Das heißt, mal sehen, morgen muss ich noch arbeiten. Bis Mittwoch muss ich noch arbeiten. Gehe ich morgen wahrscheinlich ins Training. Ihr seht das Video ja erst am Montag. Deswegen würde ich sagen, Montag werde ich wahrscheinlich nicht dazu kommen, es zusammenzubauen. Am Dienstag hoffe ich, dass ich einiges machen kann am Computer, an meinem Computer zusammenbauen. Ich denke mal, spätestens am Donnerstag sollte der neue Computer stehen und dann können dementsprechend auch Videos in richtig guter Auflösung aufgenommen werden. Freue mich schon drauf. So, Bombardement. Wir hauen alles drauf, was wir haben. Bam, 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 bam. Zeigt, was ihr könnt. Wow. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nehme ich. Ist das genug für unseren Gegner, um ihn in den Angriff zu zwingen? Oder denkt er sich, nein, ich bin zu cool für den Angriff. Wir haben keinen Bock drauf. Das sieht so aus, als haben sie Bock drauf. Gut, Blutqualmedusa. Nur 30 Rüstung. Nicht unbedingt die beste aller Fernkampfeinheiten. Ist aber auch egal. Ich glaube, wir können einfach alles auswählen, mit allem angreifen und Gutes. Angriff, 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 Blutqualmedusa, ne, die hält bestimmt nicht viel aus. Rein damit. Das sieht doch ehrlich gesagt ganz gut aus. Ja. Ich bin ein Fan davon, von dem, was da hier so passiert ist. Das sah gut aus. Okay, auf mal diesen komischen Fernkämpfern hinterher. Ihr schnappt sie euch auch. Und dann kriegen wir das, glaube ich, ganz gut und ganz schnell hin. Rein da. Streitwagen macht alle kaputt. Zeig, was du kannst. Yep. Und er ist durchgekommen. Nächster Angriff direkt in die Bogenschützen dahinter. Sieht soweit ganz gut aus. Angriff von hinten in die Gegner. Ja. Ausgezeichnet. Es läuft diesmal doch deutlich besser als beim letzten Mal. Und das sollte es gewesen sein. Oh nein, es hat nur eine Sekunde gedauert, bis es aktiviert ist. Oh, der Gegner weicht sogar aus. So dumm ist er gar nicht. Bam. Shadow Master hat auch was geschrieben. Und zwar, Malus soll den Nahkampf kurz vorm Tod zum Dämonen machen.
Nebenbei Fähigkeiten spammen und als Dämon genau dasselbe, beziehungsweise dann ist die Schlacht meist vorbei. Bedenke, Malus sich verwandelt, verliert er konstant Trefferpunkte. Das ist richtig. Er verliert konstant Trefferpunkte. Das ist natürlich ein großes Problem bei der Sache mit Malus. Und du hast völlig recht. Wir müssen ihn einsetzen, wenn er gerade so am Abnippeln ist. Wäre eigentlich der Optimalzustand. Aber so gut, es gibt hier jetzt viele Kämpfe, in denen der Gegner einfach gar keine Chance hat. Da könnte man sowas schon vorher einsetzen. Mick Hay fragt, wie wäre es mit einer Koop-Kampagne, zumindest Malstrom? Welche Fraktion ist ihm dann egal? Stimmt, die Malstrom-Kampagne. Die Koop-Kampagne sollte jetzt echt bald wieder kommen. Wir hatten schon richtig lange keine mehr. Und ich denke, da wäre auch schon einiges an Spaß dran zu holen. Minimi sagt, Malus is the best. Berlin Bullock möchte Malus weitermachen. Richard Kang, ist es egal, Hauptsache Mortal Empires, was wir gerade nicht haben. Naja. Tristan Tyrann, Moment, müssen die Eigennamen eingedeutscht werden? Markus Darkblade ist doch mal geil, das schöne einzige neue DLC, freut mich, dass sie gefällt. Admiral Blutsauger sagt, ihm gefallen die deutschen Namen. Ich meine, im Englischen hören sie sich eigentlich genau an, so an und irgendwie kommen die Engländer damit zurecht, dass diese Sachen Englisch heißen. Wie auch immer sie das machen. Wollen wir ein paar Sklaven extra haben? Wir brauchen noch ein bisschen Zeit, um mit unserer Truppe zurück auf die andere Seite zu kommen, um die Rebellion niederzuschlagen. 2000 Gold, dankeschön. 2000 Gold nochmal extra, dankeschön. Erhöhte Chance auf Gegenstand, finde ich gut. Oh, und? Oh, okay. Die Schreckensarche bleibt direkt hier drin. Interessant, wir haben auch gleich ein Level-Up bekommen. Plus 5. Aber beim Verteidigen. Ne, das brauchen wir jetzt nicht wirklich. Was wollen wir? Gefangenenverluste nach der Schlacht. Plus 5%. Das ist auf jeden Fall gut. Aber machen wir mal das hier. Und Düsterschwerter, Schreckenspeere, Korsaren der Schwarzen Arche. Ist auf jeden Fall das, was die Dunkelelfen am Anfang in großen Mengen haben werden. Deswegen packen wir unser Level Up da rein. Er hier kann das Kampftraining nehmen. Weiter geht's. Leider kommt er erstmal nicht weg in diesem Zug. Und hier gibt es in zwei Runden eine Rebellion. Tor El Azor ist aber wenigstens, naja, so richtig gut verteidigt sind die nicht. Aber Malus darf trotzdem mal. Geh mal rüber, Malus. Ich glaube, du solltest hier drüben sein, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Wir werden gleich auch noch die Armee austauschen sollen. Egal, was soll's. Wir haben einen Erlass. Was wollen wir machen? Erhöhtes Wachstum, Einkommen durch Sklaven plus 10%, alles gut. Öffentliche Ordnung plus 4 bringt uns, glaube ich, gerade nichts, obwohl. Dann würden wir einen Zug länger durchhalten. Wir brauchen einen Zug, zwei Züge, um bei Tor El Azor zu sein. Ach komm, her mit der Kohle, her mit dem Wachstum. Wir leben an der Kante, living on the edge, meine hochverehrten Zuschauer. Rix Yu schreibt, also Breton wäre als erstes besser, denn da hast du ja nicht Breton gespielt. Guck mal an, wie schnell diese Züge jetzt zu Ende gehen. Das ist ja toll. Erlass haben wir gemacht. Dankeschön. Oh, da noch 3 Runden bis zur nächsten Rebellion. Ist doch noch überraschend lange. Hier hin. There is opportunity in the open field. Okay. Geldsorgen haben wir absolut keine. Wir können uns also gütlich tun. Oh, was ist das? Generiert 10 Schriftrollen von Hektari. Was machen wir mit denen eigentlich? Müssen gesammelt und zurück nach Nagrand geschickt werden. Sobald der Hexenkönig alle 5 Lieferungen und Schriftrollen erhangt hat, wird er sein Versprechen erfüllen, euch die Kontrolle über die Herstellung des Elixiers zu überlassen. Ach so. Und das hört sich ziemlich wichtig an. Das hört sich wirklich wichtig an. Ja, die wollen wir auf jeden Fall haben, aber wir wollen auf jeden Fall auch Wachstum. Öffentliche Ordnung plus 4, die Schriftrollen können auf Level 2 hochgelevelt werden. Das ist okay. Okay, wie machen wir das am besten? Wir möchten, die Straßen brauchen wir nicht, wir wollen erhöhtes Einkommen in der Provinz und erhöhtes Wachstum. Hier in Tor El Azor können wir eine ganze Menge Ramsch bauen und unter anderem eine Töpferei. Mauern wären natürlich auch sehr gut. Also wir wollen überall Mauern haben, das ist legendär. Gegner können auf jeden Fall von irgendwo kommen. Das heißt, wenn wir hier keine Mauer reinbauen, die öffentliche Ordnung ist gerade minus 8, minus 4, minus 2. Wir brauchen auf jeden Fall auch was die öffentliche Ordnung erhöht. Aber das wird nicht reichen.
Das heißt erstmal Wachstum. Krass in Wachstum investieren für die erste Zeit, bis wir in einer angenehmeren Situation sind. So. Die dürfen gerne rebellieren. Something bubbles within. Können wir noch irgendwas rekrutieren? Wir können. Wollen wir etwas rekrutieren? Kann er was rekrutieren? Er kann. 650 und 178 kostet das. Hier kostet es... Oh, deutlich günstigere Ah, ne, das ist der Unterhalt. Der Unterhalt ist deutlich günstiger. Okay, ich weiß gar nicht, ob die ganzen Korsaren der Schwarzen Arche so richtig sinnvoll sind. Eben nur gegen Low-Tier-Infanterie in Ordnung, gegen alles andere ist eher so mäßig. Aber irgendwie habe ich gerade Lust auf die. Die haben auch echt ganz gar nicht mal so schlechte Panzerung, was schon irgendwie gar nicht so übel ist. Nehmen wir nochmal Korsaren mit, zweimal und einmal Dunkeldornen. Dann haben wir eigentlich eine relativ gute Armee. Die Schwarze Arche können wir verbessern, machen wir sofort. Uns kommt das Geld aus allen Körperöffnungen und Archen Lecks heraus. 2-2 schreit, spiel doch lieber Johanna von Orléans, sie hat keine Range-Monster, die du in den Nahkampf schicken könntest. Normales scheint mir auch etwas zu squishy, der wird so oder so wegsterben. Bei den Bratzen hast du zumindest ein Lebensmeid, ja, hast du recht. Hast du recht, 2-2 oder ich bin mir noch nicht ganz sicher, was es bedeutet. Wir haben den Züchterclan getroffen, irgendwie, und den Krieg erklärt. Ha. Das ging aber schnell. Oh, Wachstum plus 10 machen wir als nächstes, wenn das fertig ist. Was ist unsere große Mission? Die Skaven greifen an. Besiegt die Armee des folgenden Kommandanten in der Schlacht. Krieg Züchterclan. So, oh, Verlustverstärkungsrate plus 80 alle Armeen. Das ist nicht übel. So, wir bauen. Wir wollen mehr Wachstum, mehr Verstärkungsrate. Und eigentlich müssen wir erstmal den Einzug kurz mal abwarten. Tor Elasor wird sich vermutlich erstmal halten. Die haben eine Mauer. Wir haben eine Mauer. Hier könnten wir weitere ausbauen auf Schwestern des Gemetzes. Oh, das wäre schon irgendwie krass, Schwestern des Gemetzels zu einem so unglaublich frühen Zeitpunkt zu haben. Kostet mich das irgendwas Besonderes? Nee, kostet mich nur Geld. Und gar nicht mal so viel. Ja. Das ist doch gut. Das machen wir doch, würde ich mal behaupten. So, seine Armee wird aufgrund von Schreckensverbreitung nicht verstärkt, aber ich habe es doch gerade deaktiviert. Verstehe ich jetzt nicht ganz genau, warum das nicht funktioniert. Hallo Dämon. Ziemlich am Rumsammeln. So, im nächsten Zug gibt es eine Rebellion, die schlagen wir nieder. Wir bauen hier auf jeden Fall das nächste Gebäude und weiter geht's. Der hat Probleme, unser guter Malus. Rebellion steht... Oh nein. Nee, ist nicht der Turm der Sonne, ist Tor Elasor. Da muss die Rebellion kommen. Und wenn es nicht kommt, dann ärgere ich mich. Adrian Rüfenach schreibt, Malus ist der Beste. Matt Tackless ebenso. Destroyer 4004 freut sich schon auf diese Kampagne. Das sieht er schon. The Vastalord hat geschrieben, soweit ich weiß, kann man nun auch die Einheiten der Arche mit in die Schlacht nehmen, wenn sie in der Nähe des Kampfes ist, bei Städten am Wasser. Oh. In die andere Richtung mit Malus ging es jetzt anscheinend nicht. Wir werden sehen. Oh, Quikopfjäger möchte... 3000 Gold, damit er... Was? Ne? Wie wär's mit Handelsabkommen? Okay. Die Skaven, die kommen mit eigenen Vorstellungen hierzu und... Oh! Hä? Ach so, das ist ein Angriff auf Wasser. Das sieht ehrlich gesagt ziemlich langweilig aus, diese Schlacht. Hat ja gar keine Chance.
Ich meine, gut, er wird überrannt und zerschossen. Ich glaube, das können wir uns sparen. Was? Ach, toll, Korsane schwarzen Arche tot. Wie konnte das denn passieren? Also, mir wird das nicht passiert. Naja. Naja, gut. Her mit dem Sklaven. Sind zwar Skaven-Sklaven, aber wir nehmen sie trotzdem. Nun ja. Shangala schreibt, wenn du mit der schwarzen Arche den Hafen belagerst, dann nimmt die Armee auch am Kampf teil. Hm. Okay. Wir werden sehen. Geschenk an den Hexenkönig, Ritual. Opfer für Kain, Siedlung belagert. Riten. Mhm. Geschenk an den Hexenkönig. Okay, man kriegt einen Held für 250 Sklaven. Aber man investiert hier Sklaven. Das ist ja irgendwie ganz nett. So, was will er? Was soll er hier kriegen? Er kann eigentlich ganz alleine kämpfen. Avatar des Terrors. Kaltes Herz will ich noch entsetzen, wenn er verwandelt ist. Das ist irgendwie so... Meh. Mäßig. Ich meine, der ist schon super gut. Gehen wir mal marschieren. So, und hier greifen jetzt ein paar Gegner an. Wir können hier noch einen Level-Up reinhauen. Adliger Herrscher. Rate des Sklavenrückgangs minus 10, öffentliche Ordnung erhöht. Ja, ist wahrscheinlich nicht so richtig wichtig, aber wir machen es mal. Dann geben wir hier ein paar Einheiten weiter an Malus Düsterklinge, und zwar alle. Stellen uns direkt hier hin. Und dann greifen wir mal an. So, auch das hier. Ehrlich gesagt ein Kampf. Siedlungsgarnison, die Arche macht erneut nicht mit. Zarkan hört nicht auf zu reden. Rettungszauber. 30% für Malus. Mann, wir können jetzt mal... Wir können noch kommen. Das machen wir jetzt mal kurz. Auch wenn es nicht so ungefähr... Und sich nicht so unglaublich unterhaltsam wird. Schreibt, kannst nun getrost die große Kampagne machen. Die Rundenzeiten sind wirklich nur noch ein Bruchteil von dem, was sonst ablief. Die erste Schlacht hättest du einfach haben können, würde die Arche hättest auch noch angreifen lassen mit zwei Korsaren. Ja, okay. Verstärkung kommt von ungefähr kackigsten Ort aller Zeiten. Danke Creative Assembly, dass der Verstärkungsbug immer noch nicht korrigiert wurde. Es wird wahrscheinlich nie passieren. Egal. Egal. So, ihr seid Gruppe 1. Ihr seid Gruppe 2, ihr seid Gruppe 4. Streitwagen kann hierhin. Assassin und General können nach vorne. So, los geht's. Die Verstärkung, auf die können wir ehrlich gesagt auch verzichten. Malus kann vor. Assassine kann ebenfalls hoch. Ihr kommt in Gruppe 6. Ja, noch mehr. Hier kommt auch in Gruppe 6. Hier kommt auch in Gruppe 6. Alle da. Noch nicht ganz. Alle da. Und angreifen. Genau wie hier auf der anderen Seite. Wir machen das mal relativ übersichtlich. Relativ übersichtlich. Die weißen Löwen werden mal kurz zerschossen. Okay. Das sieht alles echt nur sehr mäßig gut für unsere Gegner aus. Master Truki, Death is coming. A
So, es sieht aus, als wären alle tot. Es sieht aus, als wären alle tot. Und das schnell. Und das macht mir Freude. Genau, also falls noch irgendjemand fragt, die Rundenzeiten seit dem neuesten Update wurden deutlich verbessert. Also vor allem die KI-Zeiten, wie die KI benötigt, bis sie fertig ist mit ihrer Runde. Das ist jetzt ziemlich schnell, ziemlich schnell. Es geht ratterzong durch die Runden. Das ist ziemlich cool. Jetzt kann man tatsächlich auch die Sterblichen Reiche-Kampagne spielen, ohne dass man einen Anfall bekommt, was sehr angenehm ist. Aber das Schöne an der Vortex-Kampagne ist, sie hat eben tatsächlich ein anständiges Ende. Und ich habe gehört, das soll gar nicht mal so schlecht sein. Was ja bei Sterbliche Reiche immer so ein bisschen schwierig ist. Kommt, killt ihn. The Big One Kara möchte Ladies First, also vermutlich ja die Bretonen zuerst sehen. Varenix sagt Hi und Fabi Ratenoger sagt Snicks. Davon haben wir schon den Stream, falls ihr den sehen wollt. Guckt mal in die Videos, die hochgeladen worden sind in den letzten Tagen und schaut mal in die Vergangenheit von vor 2 Tagen. Samstag, war Samstag. Dann gab es den ersten Snick-Scream, war ein bisschen überraschend, aber trotzdem cool. Mehr Gefangene. Danke. Sind alle tot? Nein, der lebt noch einer. Feind im Kampf getötet. Wir haben ein Level Up. Wunderbar. Ewiger Hass. Mhm, sadistisch. Ich meine, 12 Rüstungsströme schon gut. Will ich nicht unterschätzen. Eisendisziplin. Mehr Gefangene. Mhm. Bessere Hexenkriegerin, Henker von Haganeth und so weiter. Hat er irgendwelche Einheiten, die besonders gut für ihn kämpfen? Hexenkriegerin wäre irgendwie schon cool. plus 4 Nahkampfangriff und plus 8 Nahkampfabwehr, das wäre schon krass. Dann machen wir nur Hexenkriegerin. Hätte ich fast Lust drauf. Hätte ich echt Lust drauf, muss ich sagen. Hätte ich Lust drauf. Ich glaube, wir nehmen erstmal ein paar Gefangene mehr mit. Dunkelelfenrost für unseren Assassin. Dann ist er deutlich schneller. Hat mehr Lebensenergie. Warum nicht? Oder lieber erstmal nochmal schwer zu treffen. Allein weglaufen soll er gerade eh nicht. Komm ich hinterher? Ich komme nicht hinterher. Schade. Aber ihr könnt nach Tor El-Assor gehen, ihr müsst leider noch einen Zug warten. Oh, Schwestern des Gemetzels. Oh yeah. Die kosten gar nicht mal so viel. Oh. Wenn sie nicht in der schwarzen Eiche stecken, dann ist es schon ein bisschen ungünstig. Wir haben ganz schön viele Sklaven hier. Und die geben uns 93 Einkommen. So mäßig gut. Nagaron sind meine schönen Verbündeten. Keine Ahnung, was sie da hinten so machen. Ich hoffe, es geht ihnen gut. Was will Krieghoffjäger? Kriegserklärung von Clan Morus. Immerhin. Helfen mir meine Verbündeten. Ja, schade, wir hatten noch so einen schönen Handelsvertrag. Oh, was ist das denn jetzt? Nochmal die Skaven? Sogar mit Blitzschlag, aber ich glaube, das ist okay. Ich glaube, das schaffen wir so. Okay. Rekrutiert einen Kommandanten für mehr Kohle. Mhm. Oh. Ich habe Siedlung gelagert, Technologie erforscht. Ja. Das ist gut. Was wollen wir als nächstes? Bessere Harpien, Rang bei Rekrutierung für Korsaren. Einkommen durch Ausrauben von Siedlung plus 20%. Das ist ziemlich gut. Erstmal das Wachstum. Rebellion steht bevor.
Was? Aber es gab doch jetzt schon eine Rebellion. Warum rebellieren die schon wieder? Verstehe ich nicht. Naja. Egal. Wachstum ist schon relativ gut. Mehr stecken wir da erstmal nicht rein. Das heißt, wir sollten langsam mal in öffentliche Ordnung gehen. Ja. Ich fürchte, das muss sein. Um hier mal die öffentliche Ordnung halbwegs unter Kontrolle zu bekommen. Ein Level-Up für unseren Assassinen. Plus 12 Nahkampfabwehr, dann würde er... plus 8 Nahkampfabwehr. Mit einem einzelnen Level-Up. Das ist auf jeden Fall besser. Wird gar nicht mehr getroffen. Kann ich eigentlich mit der Siedlung angreifen? Der Admiral Blutsauger unterstützt. Wie nett. Machen wir automatisch. Alle tot. 4 Sklaven, das ist jetzt nicht unbedingt übermäßig. Dann können wir... komm. 4 Sklaven. Okay. Wir nehmen sie. Wir haben einen Gesandten. Sehr schön. Sehr schön und weitere Levels up. Level ups. Die Arche hat einen weiteren Level up. Einkommen durch Plünder von Siedlung könnte ganz gut für ihn sein. Ich denke, hier werden wir eher... Obwohl, hier kann eigentlich schon eine richtig aggressive Armee reinkommen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wie wir das anstellen wollen. Na komm. Normale Infanterie gut zu machen, wird niemals schaden. Und wir können schon bereits Arkzahn mit in die Schlacht führen. Das ist nicht übel. Der ist aber ganz schön schnell dabei. Sonst noch irgendwas, was wir haben wollen? Wir wollen schon eine Menge haben. Ich denke, Arkzahn ist auf jeden Fall eine gute Sache. Den kriegt er. So. Okay, was sind unsere Missionen hier? Reißt die Tempel der Schädelsiedlung ab? Ah ja, auf jeden Fall. Und tötet 6950 Feinde in der Schlacht. Das sollte sich von alleine lösen praktisch. Und die wollen schon wieder rebellieren, die Leute. Das nervt ein bisschen, okay. Das nervt schon ein bisschen, vor allem weil ich irgendwie kein Geld übrig habe, um mir das zu leisten. Was kostet mich ein weiterer Kommandant? Ein weiterer Kommandant kostet mich momentan ungefähr 1000 Gold pro Zug. Seien wir ehrlich, können wir es gerade nicht wirklich leisten, wenn wir nicht dabei sind, wie blöd zu plündern. Stecken wir mal die teuren Regimenter. Hier. Hier rein. Die sind teuer und so richtig viel bringen die, glaube ich, auch nicht. So, jetzt haben wir 1400 Gold pro Zug. Schon besser. Eigentlich können wir jetzt mal die Arche durch die Gegend fahren lassen. Die darf mal plündern. Warum eigentlich nicht? Okay, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? 1, 2, 3. Naja, lass mal vielleicht ein Regiment hier. 1, 2, 3, 4. Und von mir aus noch den Meister. Der kann dann eher in der Armee unterstützen. So, kostet uns das Ganze schon ziemlich wenig. Die Arche kann rumfahren und anfangen, Sachen zu plündern. Und ist sehr, sehr gut verteidigt. Also ein, zwei von den Schwestern des Gemetzels hätte ich schon gerne. Ich gebe es zu. Ich gebe es zu. Hier sind Skaven. Oh, die haben Gold. Das müssen wir haben. Schwestern des Gemetzels, dauert so lange, die zu rekrutieren. Nö, besser gleich 4. Dann lohnt sich das auch anständig. Ja, und hier wollen wir eigentlich nochmal die Rebellion auslösen, oder? Schon. Es dauert 2 Runden, bis die dann anfangen zu rebellieren, wenn ich hier drin stehe. Ja, der kann nichts machen, aber ich denke, der wird allein wahrscheinlich in der Lage sein, die Rebellion hier zu schlagen, oder? Stimmt. Stimmt. Schafft er das. Okay, ab in den nächsten Zug. Nagaromund geht's gut, aber sie sind von der vom Kräfteverhältnis gar nicht mehr als so viel stärker als wir. Boah, wenn wir die Hexenkriegerin haben, dann reißen die, glaube ich,
Die sind so stark zu Beginn der Kampagne. Die können euch alles vernichten. Freue mich drauf, Leute. Freue mich drauf. Aber wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Episode. Dann schlagen wir hier wieder eine Rebellion nach und beginnen unseren Kreuzzug. Naja, Kreuzzug ist vielleicht ein bisschen viel gesagt für Dunkelelfen, aber unseren Angriff der Küste. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.